Unity. Square Enix. Deckmine. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Life is Strange 2. Endlich ist es soweit. Und dieser Teil nennt sich Before the Storm, also bevor, nee, nicht bevor, vor dem Sturm, genau. Wir drücken jetzt meine beliebige Taste, ich benutze dafür jetzt mal die wunderschöne Taste namens Q. Da sind wir im Hauptmenü. Unten werden Neuigkeiten angezeigt, beziehungsweise aktuelle Sachen. Die Versionsnummer war ja sonst auch immer in diesem Menü, die war glaube ich oben rechts im ersten Teil. Und mir geht jetzt mal ganz kurz was durch, und zwar die Episoden. Das ist Episode 1, Episode 2 und Episode 3. Episode 1 fangen wir heute an. Episode 2 und Episode 3 erscheint bald, steht da auch ganz oben. Episode 2 hier zum Beispiel, unten drunter steht, erscheint bald, sieht man hier. Und da steht hier noch Deluxe Edition kaufen. Ich weiß nicht, ob die irgendwann mal teurer wird. Aber auf jeden Fall, ich gehe mal nochmal kurz zurück. Ich habe die Deluxe Edition jetzt noch nicht gekauft. Ich habe mir erstmal nur das Spiel gekauft und vielleicht kommt es ja irgendwann mal ein bisschen billiger raus. Ich warte da mal noch ein bisschen ab. Jetzt auf jeden Fall erstmal ins Spiel rein. Deswegen in der Einstellung, ich habe auf 1080p, wie normal auch, den extra kann man noch das Outro quasi angucken, wer da alles mitgespielt hat und alles mögliche. Mir geht jetzt erstmal die Episoden rein und wir fangen an mit Episode 1 und die nennt sich Erwacht. Man sieht schon auf dem Bild einen Ausguck und da steht ja ein Informationsschild und die zwei gucken so wunderbar durch eine Kamera, wo man wahrscheinlich 50 Pfennig reinwerfen musste. Oder 50 Penny, so heißt es da drüben. Um einmal die Aussicht zu genießen. Und wir spielen es jetzt. Episode Beginn. Und der Vogel schwingt seine Flügel. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum aus. Wähle mit Bedacht. Und sie zündet sich erstmal eine Zigarette an. Und ich glaube, es ist Chloe oder es ist Max, die raucht. Es ist Chloe. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Mom would kill me if she knew I was out here. Okay, wir dürfen sie endlich bewegen. Gucken wir, wunderschöne Glühwürmchen. Können wir nochmal zurück? Ne, das sehe ich schon. Kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Und da ist eine fette Party. Ich glaube, das ist unser Ziel, dorthin zu gehen.
Da ist ein Zaun. Da müssen wir drüber. Und was steht hier drauf? Da steht drauf Warnung. Nähere den Zaun und halte linke Maustaste gedrückt und drücke S, um rüber zu springen. Okay. Sie haben ein bisschen mit der Spielmechanik rumprobiert und haben neue Sachen entwickelt. Aber jetzt müssen wir erstmal rausfinden, was steht da drauf. Do not enter. Hazardous conditions exit. No trespassing. Private property. Okay. Und es. Scheiß Zahn. Holy shit. This place is awesome. Okay. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. Aber bevor wir durch diese Tür gehen, halte mit Shift gedrückt, um schneller zu bewegen. Okay. Whee, wir rennen. Was war das für ein Geräusch? Okay. Hier sind ein paar Autos. Hier können wir nicht dahinter gehen. Ein paar alte Autos. Können wir mit denen zum Beispiel da drüben reden? Ist ein Wohnwagen. Oh, den Wohnwagen kennen wir doch. Die sind gerade im Streit. Those guys need to get a room. Okay. Or not. Damn. Mind your own business. Okay, ist glaube ich nicht der Wohnwagen, den ich jetzt meine, oder? This RV is just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Okay. Hier ist ein Benzinkanister. Da ist ein Lagerfeuer. Ah, man kann jetzt quasi nicht mehr mit der Maus das anklicken, sondern der Benzinkanister. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Liegen auch ein paar Zigarettenstummel daneben, also nicht gerade sehr ungefährlich. Da drüben fette Motorräder. Die gucken wir uns mal schnell an, bevor wir hier irgendwas mit dem Feuer machen. Hier drüben ist auch ein Gastank. Ah, da ist eine Tür. Da gehen wir dann wahrscheinlich rein, weil dort bei dem Bodyguard, da kann man nicht vorbei. I'd join a motorcycle gang, if I had any friends. Was hier dort? Blutsport. Der Eisenpunk. Okay. Okay, das Feuer schaut zwar gut aus, aber das mit der Glut, das müssen sie noch mal ein bisschen üben. Ansehen wir, wir sehen uns erstmal an. Some say the world will end in fire. Gute Einstellung. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. Oh, okay. Die ist eine Stunde gelaufen hier zu dem Konzert. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Okay. Wir legen nicht nach, wir denken nach. Mir ist auch noch ein Motorrad, das können wir uns auch noch ansehen. Nothing says badass like a nice floral print. Neuer Dialog freigeschaltet. Mit dem dort hinten, oder wie? Should probably avoid getting on that guy's shit list. Oder mit dem Bodyguard. Oder mit dem Türsteher. Türsteher. Ansehen. Got to figure out how to get past this guy. Das ist korrekt. Da reden wir mit ihm. Help you, miss. You gotta let me in. Check it.
I'm totally legit. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. So, jetzt gehen wir durch die Hintertür. Die haben wir ja schon gesehen. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Kann ich nochmal mit ihm reden? What do you want, kid? Lass mich rein, oder sofort die Mühle, dein Motorrad weggehen. Ich versuche mit dem Motorrad. Is that your bike over there? Yep. It's pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Probier's nochmal da. This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Are you kidding? You should probably just go. Du hast ein Widerwort herausgefunden. Herausforderungen begonnen. Okay. Ich will es jetzt mal sehen. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Du musst diesen Türstopper überzeugen, dass ich nicht aufgebe, bis er mich reinlässt. Okay. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Hat er das vom Türsteher? Alles klar. Okay. I don't sleep. It's for the weak. Das ist gut. Real cute. But I still don't know you. Ja, ich hab's verstanden. Niedlich ist nicht. Niedlich ist relativ. Das klingt auch besser. Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja riding a Panzer tank. Okay. Okay, kid. I get it. You're tough. Ist da wahrscheinlich nur noch A? I am a kid, because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. Okay, das scheint unterstrichen zu sein. A girl like you with pretty flowers on a bicycle should lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan. Look, my boss decides who gets in, all right? Bosses suck. Screw the man and fuck the rules, dude. You... Yes! I'm not accepting no for an answer. Nope. And you really think you can? Yep. Darf ich jetzt rein? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're alright, kid. Go on in. Whew. Das haben wir geschafft. Alles klar. Ladezeiten. Mal gucken, wo ich meine Uhr verlegt habe. This is intense. Uiuiui.
Schaut ja witzig aus. Don't touch my soul. Berühre nicht meine Sehne. Seele mit schmutzigen Händen stand noch drunter. Oh. Hier können wir jetzt richtig viel machen. Und ich glaube, ich schalte hier keine Werbung drauf. Ansehen. Wir sehen uns erstmal an. Oh ja. Und jetzt versuchen wir ihn mal zu streicheln. Schön. Brav und. Betrunkenes Mädchen. Das gucken wir mal nur an. Na, können wir auch mal angucken. Oh, Graffiti. Don't mess with. Payment? Oh, komm mal, die sagt das bestimmt jetzt gleich. Okay. Ach, Dämonen. Ach so. Alles klar. No parking this side of street. Yeah, no shit. This car could slide down any minute. Okay, wir können die Handbremse lösen. Wir gucken aber erstmal. That shirt is rad. Eins nehmen. T-Shirt-Verkäufer. Is that guy selling merch? Wish I had some cash. Wenn wir hier einen Aufstand verursachen wollen. Zwielichtige Typen, okay. Da oben ist ein Messer. Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. Okay, okay. Gut. Wir versuchen mal, uns mal kurz umzugucken. Ach, die können wir uns nur ansehen. Okay. $20, baby. $20? That's robbery. And don't call me baby. Fine. $20, thief. That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Ah, jetzt dürfen wir sie lösen. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. Shit! No, 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 no! Come on! Thanks for playing. Thanks for playing. Nice. So, jetzt können wir uns ein T-Shirt nehmen. Oh yeah. Sweet, sweet victory. Sehr schön. Oh, was haben wir denn da? That's like $200. Komm, ja, nimm das mal. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Holy shit, I'm rich. So, hoffentlich hat das jetzt niemand gesehen. So, und jetzt ganz schnell weg hier. Die hat dorthin geguckt. Die hätte sehen können, dass. Okay, nur ansehen. Okay, okay, okay. No thanks. I try to avoid hepatitis, but I can't. Okay. Der hat sich wahrscheinlich gerade Theorien gespritzt oder irgendwas. Das ist ein Poster. Alles klar.
Das ist eine Dartscheibe? Oh, cool. Mal so ein Turnier mit einer Dartspiel. Schaut bestimmt auch cool aus. Sketch Central. Graffiti everywhere. Guckt euch mal dort oben den Kürbis an. Ist ja witzig. Sit and spit. Okay. Much better, viel besser. Da kann man tanzen. Das ist eine Kündigung? 300 dock workers laid off, their pensions canceled. Wir lesen es mal. Sehr geehrte Mitglieder des Hafenarbeitersverstandes, Verbandes von Arcadia Bay. Die Prescott Stiftung, die vor kurzem die Arcadia Bay Marine Corporation, auch Marine Corporation, als Teil eines Insolvenzverfahrens erstanden hat, hat beschlossen, ihre Arbeitsstelle zusammen mit den Arbeitsstellen aller 307 Mitglieder ihrer Union zu eliminieren. Außerdem liquidiert die Stiftung alle Fonds der ABMC, eingeschlossen der Rentenkasse der Hafenarbeiter, die als Zahlung gegenüber Verbindlichkeiten bewilligt wurde. Beachten Sie, dass Ihr Arbeitsvertrag es Ihnen untersagt, jegliche Firmenpraktiken oder Arbeitsweisen, eingeschlossen der Details dieses Personalabbaus, offenzulegen. Viel Glück, mit freundlichen Grüßen, Sean Prescott. Okay. Gucken wir uns nochmal den betrunkenen Typen an. Sweet dreams, hombre. Okay. Meine lieben Freunde, wir machen hier erstmal Schluss. Oh. Achso. Da ist anscheinend Bier drin. Wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss und machen nächste Folge weiter. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren Zusehen bei dieser Serie. Ich sage tschüss und bye bye. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Cedric.